Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahme von Minecraft Staffel 7, in der ich mal sofort etwas esse. Und ja, dann geht's auch schon los. Ich habe es wieder, weiß ich nicht, 2 Wochen nicht aufgenommen. Und jetzt ist schon wieder der 1. November. Das heißt, Halloween liegt schon hinter mir. Und in den letzten Tagen kam mir wieder ein bisschen Boom Beach. Und ja, das war doch dann, denke ich, ganz cool. Auch mal so, na gut, das waren eh nur 4 Tage oder so, jetzt halt Boom Beach kam. Hab halt nicht so viel aufgenommen in der Zeit. Zwischendurch das ein oder andere Mal, aber halt jetzt nicht irgendwie jeden Tag. Hätte ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust zu und auch wahrscheinlich nicht so viel zu zeigen in Boom Beach. Und deswegen mache ich die Aufnahmen da halt immer ein bisschen seltener. So, nun ist aber was passiert in den letzten Tagen, was überhaupt nicht erfreulich war. Und, ich meine, das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass irgendwie keine Folge kam. Ich hätte eigentlich so oder so keine Zeit gehabt aufzunehmen. Aber, ja, meine Festplatte ist kaputt gegangen. Und da sind die ganzen Videos drauf gewesen. Und ich hatte von manchen Videos nicht mein Backup. Ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erklären, wenn ich mir erstmal eine Beschäftigung gesucht habe für diese Folge. Was machen wir denn heute mal? Erstmal hier den Creeper weg. Mit unserer Steinschleuder. Und dann... Oh. So. Und dann werde ich wahrscheinlich meine Mine gehen und ein bisschen da was farmen oder so. Weil ich will jetzt wirklich ein bisschen mal quatschen. So. Ja, ich finde es wirklich kacke, dass das Ganze so passiert ist mit der Festplatte und so weiter. Ach, ich weiß nicht, man hat immer nur Probleme im Leben. Trank der Heilung. Ach du Scheiße, wie sieht denn der aus? Hier kommen die mal hin. Die Seeds, da. Kann mir nicht noch irgendwas raustun. Nicht viel, ne? Das ist ein bisschen scheiße jetzt, ne? Dann mache ich das mal so hier. Ich tue einfach alles hier rein, weil ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal neu zu sortieren und so. So, Eisen bleibt drin. Keine Sorge, ich fange gleich an mit dem Thema. Okay. Huch. So, der hat Behutsamkeit, den nehme ich auch mit. Okay, hätten wir das. Und ja, dann geht's mal los und ich fange an. Mensch, bin schon gar nicht mal diese Aufnahmen gewöhnt. Muss ich die ganze Zeit hier wieder husten und so. Das finde ich auch nicht so toll. So, auf jeden Fall ist es jetzt so gewesen, dass ich übelst viele Videos auf meiner Festplatte hatte und die hatte ich nicht gesichert. So, da ging halt die Festplatte aus heiterem Himmel einfach mal kaputt. Und da waren die ganzen Videos drauf. Und ich habe mich erstmal übelst geärgert. Und, ja, zum Beispiel die ganzen Specials, die ich aufgenommen hatte, wovon ich ja schon erzählt hatte, die waren dann alle weg. Beziehungsweise sind immer noch alle weg. Und ich weiß halt bis jetzt immer noch nicht, ob die Daten sich irgendwie retten lassen. Wenn ja, dann wäre es natürlich richtig geil. Dann wäre auch die ganze Captive 2 Staffel nicht umsonst gewesen. Die war nämlich auch noch da drauf und die habe ich auch nicht gesichert. Und, ja, dann halt wie gesagt die Specials. Ja, aber die Captive 2 Staffel fand ich schon viel, viel schlimmer, dass die weg ist, weil das waren halt 50 Folgen und die wären alle umsonst gewesen, oder beziehungsweise die sind alle umsonst gewesen eventuell. Ich weiß ja noch nicht, ob ich meine Daten wiederkriege oder nicht. Wenn ja, dann werde ich die natürlich sofort 3-mal kopieren, dass ich die überall gesichert habe. Dass die mir nicht mehr verloren gehen können. Genauso meine Specials. Aber wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Dann werde ich es wahrscheinlich so machen müssen, dass ich die Captive-Videos überhaupt nicht hochladen kann. Also ich werde die nicht nochmal neu aufnehmen oder so. Die Arbeit tue ich mir nicht an. Das wäre mir viel zu dumm. Und da wird dann halt einfach an den Stellen, wo ein Captive-Video gekommen wäre,
An den Tagen wird einfach gar nichts kommen. Ja, und da wird es dann immer Pausen geben. Weil anders lässt sich das für mich jetzt nicht machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich will jetzt nicht, dass wieder hier zwischendurch, dass dann jeden Tag halt eine Folge von Staffel 6 kommt oder so, die ja halt zu der Zeit lief. Sondern ich will nicht, dass sich das wieder verschiebt. Weil ich habe zum Beispiel in dem einen Video, wo ich frohe Weihnachten gewünscht habe, das soll dann auch wirklich an Heiligabend kommen und nicht 50 Tage vorher, weil Captive halt ausfällt. Das lasse ich mir nicht, das geht nicht. Deswegen lasse ich die Tage dann einfach frei, da wird dann einfach nichts kommen, beziehungsweise nichts gekommen sein, denn wenn ihr das Video hier seht, dann ist das ja alles schon Vergangenheit. Aber für mich ist es halt noch Zukunft, ne? Und ich weiß es halt noch nicht, was jetzt der Fall ist. Ich hoffe, die Festplatte kann noch repariert werden. Es wird sich jetzt die nächsten Tage zeigen. Und in der nächsten Aufnahme kann ich euch da sicher schon ein paar Infos geben. Ich nehme ja zurzeit immer nur alle 2 Wochen oder so auf. Das heißt, beim nächsten Mal wird es da bestimmt schon, hoffe ich, da weiß ich schon was. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aktuell aus. Und was mich auch noch geärgert hat, die ganzen Boom Beach Folgen waren weg. Also die ersten 3 Folgen, der Rest, der war noch gesichert. Und die musste ich dann auch nochmal neu aufnehmen. Da habe ich jetzt schon so Ersatzfolgen produziert, aber das war nicht das Gelbe vom Ei. Die Originalen, die wären mir natürlich um einiges lieber. Und auch die Specials, die ich jetzt aufgenommen hatte, werde ich dann nochmal neu aufnehmen. Da habe ich ja PvP und alles gezockt. Die lassen sich ja relativ leicht ersetzen. Ist halt schade um die 4 Stunden, die ich an dem einen Tag investiert habe, da das aufzunehmen. Das ist natürlich klar. Aber wir müssen es nun mal so machen jetzt, um irgendeine Notlösung finden zu können, ne? Und ja, deswegen machen wir das wahrscheinlich dann so. Aber ich weiß ja eh noch nicht, ich bange immer noch wirklich darum, dass alle meine Daten da sind. Auf der Festplatte waren auch noch so viele andere schöne Sachen. Ach, Mann. So, erstmal was getrunken. Ja, auf jeden Fall, ich will einfach nicht, dass das gelöscht ist, Alter. Ich will es einfach nicht. Ich hatte letzte Woche schon so eine Depri-Phase. Das war am, wann ist denn das passiert? Am letzten Sonntag, also heute vor einer Woche. Am 25.10. Übrigens genau 2 Jahre, nachdem die Minecraft 1.7 rauskam. Und 3 Jahre, nachdem die Minecraft 1.4 rauskam. Ne? Genau an so einem Tag passiert das natürlich. Alter, ihr wisst nicht, wie ich da erstmal. Ich war erstmal wirklich, als hätte es mir einen Boden unter den Füßen weggerissen. Es war wirklich richtig schlimm. Ich dachte mir so, nein, Alter, was war denn hier alles drauf? Da waren irgendwie 300 Gigabyte besetzt. Und ich wusste überhaupt nicht, ob, wie ich überhaupt ohne diese Daten leben kann. Es ist wirklich schlimm. Dann hatte ich mir im Nachhinein noch Hoffnung gemacht, boah, die hast du doch bestimmt auf deinem Rechner kopiert noch irgendwo. Die ganzen, zumindest die Captive-Folgen oder so. Aber nein, natürlich nicht. Oder du hast die Boom Beach-Folgen, die Originaldateien, bevor du sie gerendert hast, die hast du doch gelöscht. Da dachte ich habe sie noch im Papierkorb. Aber natürlich auch nicht. War mir alles nicht vergönnt. Es ist mega schlimm, ey. So. Also ich finde das einfach nur schrecklich, sowas. Und ich werde jetzt, ich habe mir auf jeden Fall jetzt geschworen, mir irgendwie 2 oder 3 Festplatten zuzulegen, wo ich dann immer alles sichere, aber alles. Ich hatte nämlich schon öfter mal solche Sorgen. Ich meine, Dateien sind mir vorher nicht unbedingt weggekommen, aber ja, da war zum Beispiel mein Rechner kaputt, lag aber jetzt nur am Hochfahrding. Da dachte ich auch schon, nein, Alter, wenn alle Daten jetzt weg sind, wenn du jetzt alles nochmal neu kopieren musst, also das dauert ja Tage. Und ja, halt auch allgemein, wenn die ganzen Staffel 6 Videos weg gewesen wären. Alter, dann hatte ich die ganze Staffel 6 erstmal kopiert, als mein Rechner dann wieder ging, glücklicherweise. Und die waren halt auch auf der Festplatte, das heißt, jetzt habe ich die Staffel 6 Videos auch nur ein einziges Mal wieder. Und ich will überhaupt nicht, dass die irgendwie gelöscht werden, Alter. Ich brauche jetzt unbedingt eine neue Festplatte, da kopiere ich erstmal alle Staffeln drauf, die ich hier gemacht habe.
alle Specials, alles Mögliche, alle Videos von mir kommen da drauf. Und am besten auch noch auf eine andere Festplatte, damit ich die einfach 10-mal hab. Ist mir scheißegal, Hauptsache ich kann... Ich hab sie oft genug. Und, die können mir nicht mehr genommen werden oder so, ne? Also da muss ich auf jeden Fall was gegen tun. Weil das mit dem Let's Play hat mittlerweile Ausmaße angenommen. Da braucht man sowas einfach. Da muss man sowas einfach mal machen, ne? Und wenn man das halt nicht macht, dann... ist man am Arsch. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Hier war ich ja noch gar nicht. Ja, das war auf jeden Fall ein großes Ärgernis. Vor allem mit Boom Beach. Da habe ich mich auch sehr geärgert. Ich hatte die ersten Folgen so schön aufgenommen. Die haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Und dann waren sie einfach weg und ich musste so Scheißfolgen produzieren, so Ersatzfolgen. Wo von vornherein klar war, dass die nicht so gut werden können. Oh Mann, ich hoffe, das wird alles noch. Ist wirklich meine größte Hoffnung zur Zeit. Ach Mann, das kann nicht wahr sein. Also das hat mich in den letzten Tagen auf jeden Fall sehr mitgenommen. Ich konnte schon manchmal gar nicht an was anderes denken. Nur noch an das. Zum Beispiel, ich konnte mich gar nicht mehr ablenken davon, weißt du? Zwischendurch, wenn ich irgendwelche Videos geguckt habe, habe ich mir auch so gedacht, boah, der hat bestimmt keine Probleme mit seiner Festplatte. Ich hatte da wirklich richtig, richtig große Sorgen. Wirklich. Das ist kein Scheiß. Weil ich mache mir bei sowas immer total große Sorgen. Ich bin da halt so. Ich hasse sowas, Alter. Wenn ich einfach Arbeit investiere und die dann gelöscht ist. Ich hasse das. Das macht mich so traurig. Und vor allem... selbst manchmal, wenn hier irgendwie mit meinem Mikro was nicht stimmt, ja, und dann habe ich eigentlich immer das Bedürfnis, das nachzusynchronisieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich einfach null Bock. Ich habe dann einfach so eine Wut, ich kann das gar nicht nachsynchronisieren, weil ich mir dann immer so denke, nee, Alter, nee, das hast du schon aufgenommen, das ist falsch, das ist, nee, das wird gestellt und alles. Ich hasse sowas, ey, das ist, bin ich voll in der Zwickmühle, ey. Aber auf der anderen Seite will ich es halt auch nicht verkommen lassen, so, weißt du? Das ist richtig schlimm. Also ich will wirklich nie wieder in so eine Situation kommen, wirklich. Und ich mache mir jetzt auch zurzeit Sorgen. Stellt euch mal vor, wenn jetzt mein PC kaputt geht, sind all die Videos weg. Alle. Da mache ich mir solche Sorgen, Alter. Ich mache mir Gedanken... das klappt ja nicht, weil ich so viele Videos habe, wisst ihr? Ich bin nicht so ein 0815-YouTuber, der hier irgendwie 3 Videos hat auf der Festplatte und das war's. Die kann er mal eben auf den Stick ziehen, da ist genug Speicherplatz. Aber ich habe ja irgendwie hier, keine Ahnung, mehrere hundert Videos, die ich noch gar nicht hochgeladen habe. Und ich habe auch in den letzten Tagen so dermaßen losgelegt mit Hochladen. Ich habe erstmal, als ich das erfahren habe, alle Videos, die ich noch hatte, irgendwie hochgeladen. Damit die ja nicht verloren gehen. Weißt du? Hatte ich erstmal voll die Panik. Und jetzt habe ich schon einen übelst guten Puffer zum Hochladen. Jetzt habe ich irgendwie schon 3 Monate Puffer. Das heißt, die Videos, die ich jetzt hochgeladen habe, die kommen für mich in 3 Monaten. Das heißt, Anfang Februar. Jetzt haben wir heute gerade den 1.11. Übrigens noch vor um 9, wo ich das hier aufnehme. Ich kann ja mal einen Screenshot machen. Hier schön bei Nacht. So... 8.55 Uhr. Und ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, das hat mich krass mitgenommen, die ganze Geschichte. Ach Leute, manchmal im Leben... es ist wirklich manchmal sehr unfair, muss ich sagen. Wie die Tränke hier aussehen, Alter. So. Ja, da bin ich ja froh, dass ich meine ganzen uralten Videos von 2012 alle schon hochgeladen hatte. Das muss ich ja ehrlich sagen. Stell dich mal vor, die hätte ich verloren. Da war ich ja, wäre ich ja komplett Depri. Aber komischerweise diese Videos, ne? Die verliere ich nie. Die ich eh schon hochgeladen habe und noch 1000-mal gesichert habe zu Hause und keine Ahnung.
Die verliert man dann nie. Das, was man nicht mehr braucht, das bleibt. Wisst ihr, das behält man alle Ewigkeit. Wenn man schon gesichert hat und so. Aber was man nicht gesichert hat, das geht sofort verloren, Alter. Aber sofort. Das ist einfach nur schlimm. Bin ich ja froh, dass ich hier Staffel 7 nicht verloren habe, Alter. Da wäre ich ja am Rad gedreht. Oder hätte ich. Ich muss mir das unbedingt alles mal kopieren. Das Problem ist halt bei mir zurzeit, dass ich kein Dings habe, keinen Speicherplatz. Ich habe gerade echt gar keine Festplatte, wo ich das drauf speichern könnte. Ich habe gerade nur meine beiden Sticks. Und da sind gerade mal insgesamt 48 GB frei. Oder nicht mal. Bisschen weniger.